Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zum Tomb Raider 2013, beziehungsweise das Tomb Raider, das 2013 rauskam. Es heißt ja nur Tomb Raider, beziehungsweise auch Untertitel A Survivor is Born. Und wir spielen die Game of the Year Edition, die ist im Prinzip genau dieselbe wie alle anderen, aber es heißt halt Spiel des Jahres und da ist auch alles dabei, was im Season Pass sonst noch dabei war. Und wir können es jetzt endlich mal in der höchsten Auflösung spielen, weil ich jetzt endlich einen besseren Computer habe und das macht schon Spaß hier, die Gräser und so weiter, das ist schon alles viel, und auch die Lara selber, das ist alles schon viel schöner, muss man jetzt schon mal so hinnehmen. Und ja, und wir spielen weiter. Wir sind jetzt hier in der Mission Bergtempel. Und links steht ja, ich muss weiter hinauf und rechts ist zu sehen, was ich schon gemeistert habe. Und die Karte, wo alles schon eingetragen ist, kannst du dir auf meiner Homepage laraweb.de, also Lara W-E-B, wie Webspace, also Web, laraweb, ein Wort, .de, runterladen, anschauen, aussuchen, grün anmalen, alles, also Lösung, Videos, Save Games, Karte, alles da. Und wunderschöne Grafik. Und es ist die Originalhelligkeit. Bitte, was macht die Lara? Bitte nicht anrufen, es ist die originale Helligkeit. Ich habe ja nichts dran verstellt. Das ist so dunkel. Weil ein anderer, wenn ich es jetzt heller mache, sagt der andere, nee, ich soll es wieder dunkel schalten, um die originale Helligkeit. Und der andere sagt, es ist mir zu dunkel. Also man kann es nie allen recht machen. Ich spiele ohne Trainer und mittlerweile auf Schwierigkeit leicht. Ja, gut. Also wir gehen jetzt, wir haben ja erstmal alles erledigt, müssen hier weiter. Und jetzt kommt wieder eine Kampfhandlung. Das weiß ich, weil ich hab's ja schon mal gespielt. Schießen Sie Pfeile in Mauern in der Nähe von Gegnern. Ja, das kann man jetzt machen, das muss man aber nicht. Nein, Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raus sein. Was? Warum? Weiß nicht. Habt ihr's gehört? Also, jetzt ist der abgelenkt, jetzt kann ich den umnieten. Den Kopfschuss. Und dann kann ich den noch umnieten. Und ja. Wie du das machst, bleibt dir überlassen. Und die Gegner filzen. Und jetzt könnte ich... Und hier ist rechts ist ein Geocache. Und jetzt leuchten hier auch schon die Bären, die kann man sammeln. Und da oben ist... Ich habe es ja schon mal gespielt. Oh, ob der falsche Taste. Pfeile sind voll. Und hier ist irgendwo ein Geocache. Wo ist er denn? Er ist auf der Karte eingetragen schon, oder? Ich kann ihn jetzt markieren und dann sehe ich ihn. Nee, der ist da oben. Achso, warte. Hier ist er. Ja, da ist er. Komm her. Jetzt haben wir alle Geocaches. Und vorhin waren wir da unten am Lager. Jetzt sind wir hier. Hier ist jetzt so sonst nichts mehr, oder? Komm, Pfeile. Komm her, Pfeile. Alles voll hier schon. Hallo. Ja gut, man kann aber später nochmal zurück und die respawnen auch einigermaßen. Da haben wir jetzt erstmal alles. Ich muss weiter rauf. Aber ich kann jetzt hier nochmal links rum. Ich muss jetzt da oben weiter. Da durch die Hütte durch hier. Ich kann aber hier links nochmal rumwatschen. Jetzt warte. Da ist noch Zeug. Ist da noch eine Laterne? Warte. Hier ist noch eine Laterne irgendwo. Wo ist die Drecksack? Da ist Zeug drin. Und hier muss noch, warte, unten oder oben. Ah, da ist die Laterne. Das ist eine Dings-Star-Challenge. Oder irgendwas. Da kann man nicht rein. Da kann man rüber watscheln, wenn man will. Dann sind wir aber wieder vorn. Ja, nee. Gehen wir nochmal zurück. Man kann sich nicht wirklich verlaufen hier. Jetzt gehen wir nochmal darauf hier. Aber die Grafik, das macht schon mehr Spaß jetzt mit Ultra High Definition Dings da. Da kann man uns die Kiste aufmachen. Macht schon mehr Spaß, muss man jetzt schon mal so sagen hier. Ja, wäre auch ein Wunder, oder? Wenn es nicht so wäre. Mhm. Ja, jetzt können wir aber tatsächlich nochmal zurück zum Lager. Da haben wir jetzt erstmal alles. Das andere kommt oben erst. Wir müssen durch die graue Hütte hier durch. Da erstmal.
Jetzt können wir aber noch mal schnell zurück zum Upgraden. Ich mache immer den Überlebensinstinkt an, weil dann leuchten immer Sachen, wichtige Sachen. Das kann man ab und zu mal linker Bumper am Gamepad, Xbox Gamepad. Man kann jetzt hier nochmal, gehen wir nochmal zurück her. Das ist das einzige Lager hier. Und wir können jetzt, aber Fähigkeit haben wir noch keine, aber wir können hier nochmal den, sollen wir jetzt den Bogen verbessern? Oder sollen wir die Pistole verbessern? Salvenmodus, ja ne, erweitertes Magazin wäre aber gut, oder? Belüfteter Schlitten. Machen wir mal das erweiterte Magazin, oder? Das ist vielleicht nie verkehrt. Ja, eigentlich sollte man den Bogen verbessern. Der Bogen ist eigentlich die wichtigste Waffe, aber ja gut, da sind wir jetzt erstmal gewickelte Sehne, höhere Schussfrequenz. Na ja gut, Schussfrequenz. Ja gut, okay, da haben wir erstmal Fähigkeit, haben wir leider keine noch im Angebot hier. Rechts unten PR, ja, speichert so. Dann gehen wir jetzt mal heiter weiter, oder? In dem schönen Spiel. Huch. Und zwar müssen wir jetzt oben durch die Hütte durch. Sprinten kann man hier leider nicht, gell? Da oben ist, da ist nichts. Nee, da war der Kollege. Gehen wir mal weiter. Das haben wir jetzt, Alter, rechts waren wir schon. So, jetzt übersieht es ja immer, wo man hin, wo man lang muss. Doppelsprung rauf. Ist hier drin ist glaube ich noch ein Dokument, oder? Warte, wir werden es gleich wissen. Da, da ist was, warte. Da ist irgendwo hier drin. Und jetzt müssen wir das anzünden, mit Hilfe von der Laterne. Das war auch gleichzeitig jetzt eine für die Herausforderung, oder? Für Rubanin. Die andere kommt oben, die fünfte kommt oben noch, oder? Für Rubanin. Ihr zwei, sucht da drüben! Okay. Hier, wir müssen jetzt hier durch, man kann sich nicht verlaufen. Warte, kann man da jetzt nicht auch Nahkampf machen? Warte. Warte, bis er weg ist. Dann. Lautloser Kill mit Y, warte. X drücken. Kann ich den auch lautlos drücken? Ja, na gut, keine Kommentare jetzt bitte. Es ist, sieht brutal aus und alles ist klar. Ist klar. Ist das noch eine Laterne für die Pyromanen hier? Aha. Pyromanen, ah, jetzt haben wir die. Jetzt sind aber hier Kollegen. Nee, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt da beim Feuer gestanden oder wie? Ah nee, entschuldige. Ja, es ist ohne Trainer. Entschuldige. Ah, jetzt muss ich alles noch. Nee, ich muss nicht alles nochmal machen. Jetzt warte, was muss ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt nochmal machen? Man muss nicht viel, also nee, das haben wir jetzt. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ihr zwei, sucht da drüben! Okay. Oh nee, jetzt muss ich alles nochmal machen. Nee, die auch. Ah, den muss ich tatsächlich nochmal machen. Ja, aber theoretisch kriegt man da doppelt XP. Also ich könnte das jetzt wahrscheinlich fünfmal machen, oder? Und würde immer wieder XP kriegen, oder? Kann man jetzt natürlich, Abschaltung steht bevor. Oh, du Mist, warte, ich muss hier kurze Pause. Warte, hier auch Pause. Ja, auch Pause. Das ist voll laut. Entschuldige, ich dödel. Ich muss aber auch leise machen, entschuldige. Kurze Pause, Entschuldigung. Einstellung Audio. Meine Kollegin ist hier im Fallout zugange. Jetzt muss ich hier. Tut mir jetzt leid, Entschuldigung. Gleich haben wir es.
Gleich haben wir es. So, jetzt. Hoffen, jetzt haben wir es. Ich könnte jetzt natürlich die XP bleiben mal gespeichert, oder? Warte. Ich könnte jetzt natürlich das zweimal machen und dann kriege ich nochmal immer XP, oder? Gut, lassen wir jetzt mal. Oder? Und die Laterne ist jetzt schon weg, oder? Die Laterne ist weg. Ich bin da zu nah beim Feuer wahrscheinlich. Ja, es ist so, es fängt hier von unten her zu brennen an. Du musst auch schnell hier weiter, sonst, weil die Bude brennt schon langsam ab. Also man muss hier auch schnell raus dann. Gut, gehen wir einfach mal. Da sind aber überall immer die Kollegen. Und ich muss dann halbwegs schnell weiter. Oh, warte. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder tot hier. Nee, warte. Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Ich muss halbartig schnell raus hier. Weil das brennt hier von unten weg hier. Siehst du, und jetzt schnell an die Seilrutsche. Ja, nee, wir haben es, oder? Entschuldigung. Also. Du musst sie umlieten und relativ schnell wieder raus, weil das brennt ab und du kommst dann da nicht mehr rein. Gut, wir haben es jetzt erstmal, oder? Und wir müssen jetzt theoretisch einfach da weiter, darauf. Wir können aber natürlich hier, wir müssen theoretisch nur da rein in diesen Dings da. Dann kommen wir oben im Bergdorf raus beim Commander Roth. Wir können aber hier noch Zeug einsammeln. Nachdem wir hier angespült bitte Pause wurden, drücken und selber lesen. Und, tagelang zu. Und da unten ist aber auch noch Zeug. Warte. Hier ist ja auch noch irgendwo was, oder? Da ist noch was. Jetzt, was fehlt noch? Zwei Reliquien, sonst haben wir da alles. Die sind da oben in den Hütten. Hier haben wir alles. Da war sonst nichts mehr. Warte, da hinten ist nichts mehr, gell? Nee. Sehr schöne Grafik. Muss man jetzt schon mal so hinnehmen. Ja, nee, da kommen wir aber wieder rauf. Warte. Da hinten kommen wir. Doch, da hinten kommen wir jetzt wieder. Wir können jetzt zurück zu... Warte, ja, holen wir erst oben das Zeug und dann gehen wir zurück zum Lager. Weil hier ist sonst kein Lager mehr. Wir sind... Da ist ein Bärensalat. Dann da unten ist, müsste noch was sein. Da müsste noch... Da ist ein Doku. Pause drücken und selber lesen. Achso, ja, jetzt warte. Ein Seidenfächer. Ah, diese. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Seidenfächer. Sehr gut. Bla, jetzt warte. Jetzt ist oben noch ein Zeug, oder? Da ist erstmal nichts mehr. Dann müssen wir. Können wir da rauf gehen? Jetzt warte. Ah ja. Jetzt warte, jetzt brauchen wir Feuer. Feuer, Feuer. Wo ist Feuer? Feuer, Feuer. Muss man eine Fackel anziehen. Warte, da ist ein bisschen was Schwieriges. Jetzt warte. Darüber sprange. Moment, warte. Hoppla. Da drüben, da muss man jetzt vorsichtig rüber. Du sollst es nehmen. Zählt das hier für die Dinge hier? Warte. Ah, nee, jetzt habe ich mich selber angezündet hier. Wecki, wecki. Also, man sieht ja, es gibt hier keine Medipacks und so weiter, aber sie heilt sich, wenn man aus der Kampfhandlung oder aus der Feuerzone rausgeht, heilt sie sich von selber wieder. Wir haben ein Relikt fehlt noch da oben. Jetzt müssen wir vorsichtig da wieder rüberspringen. Jetzt warte. Vorsichtig, da kann man auch abstürzen.
Warte, da oben. Ja, ich brauche Feuer. Dann kriege ich Feuer her. Für den Sack hier. Jetzt warte, wo ist denn da Feuer? Warte, muss ich hier da. Will meine Fackel anzünden. Später kann man die selber anzünden. Ohne Feuer. Oh, wunderschöne Gascha hier. Affenartige Grafik. Das muss man jetzt mal nehmen. Wunderschön. Also es macht schon Spaß, das kann man ruhig mal so sagen. Gut. Dies anzünden. Dann kommt da Zeug raus. Klingeling, warte, da unten kann man noch um. Ist nee, da war nichts mehr. Also wunderschöne Garten, das ist wirklich beeindruckend. Da oben ist noch was drin, oder? Ah, die Grafik begeistert mich, hallo. Das macht schon Spaß hier. Da muss man jetzt mal. Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Tischtennisschläger hier. Nee. Wir haben fertig. So, jetzt haben wir hier fertig. Oder? Lager, Geocache. Alles da. Die Karte kannst du einfach auf der Homepage lavaweb.de anschauen, aussuchen, alles. Wir gehen jetzt aber spaßeshalber nochmal runter zum Lager. Oh, Vorsicht, runter zum Lager. So, warte, wie komme ich denn da hin? Da muss ich da unten durch, genau, warte. Mal spaßeshalber speichern und alles. Gehen wir wieder zurück. Also in die Ding kommen wir jetzt Zimmer rein. Das war, wo wir, da sind wir jetzt vorhin durch, da kommen wir jetzt Zimmer rein. Aber wir können, warte Sekunde, wir können jetzt nochmal zurück zum Lager. Karl Lagerfeld, der ist neulich gestorben, oder? Nee, falsch, hier bin ich rum. Ist der nicht neulich gesterbt, der Karl Lagerfeld? Naja, wurscht. So, hier ist der Lager. Falsch gedrückt, komm her. So, jetzt haben wir nämlich einen Fähigkeitspunkt. Ja, hallo. Da kommt eine Fähigkeit, kommt später noch. Wir haben drei Fähigkeitsbäume hier. Und welchen nehmen wir jetzt? Sicherer Schuss, Gewichtheber. Was haben wir denn da? Verbessertes Bergen. Noch eins haben wir eine Pfeile wieder finden. Sicherer Schuss, Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke, Munitionsmenge. Erfahrener Mörder. Warte, und was war das andere nochmal? Das haben wir. Bergungsgut. Knochensammler. Ja, ich würde fast sagen, ich nehme jetzt mal die erhöhte Munitionsmenge, oder? Warte, wo sind die? Ja, seid ihr im Bogen zu gut? Naja, gut, okay, warte. Maximale Munitionsmenge. Da ist Rang 2. Na gut, machen wir. Nee, das ist gesperrt. Oh, nee. Na gut, dann nehmen wir das andere. Komm her. Pfeile rausziehen. Ja, nee. Tierkadaver. Das haben wir. Zuschauen. Ja gut, nehmen wir mal zu. Zuschauen. Okay. Nehmen wir das mal. Okay. Bergungsgut, da haben wir jetzt im Moment nichts mehr, oder? Da können wir jetzt im Moment nichts mehr machen, oder? Nee. Na gut, okay, Freunde, dann gehen wir jetzt im Text weiter. Und schauen wir nochmal schnell ein bisschen die Hauptstadt. Also wir haben jetzt hier alles. Karte kannst du, wie gesagt, ausdrucken auf lavaweb.de. Da wo jetzt alles schon. Jetzt gehen wir rauf und dann sind wir oben im Bergdorf. Und da können wir da weitermachen. Jetzt warte. Sollen wir die Fackel anmachen? Warte, kann man lieber die Fackel anmachen. Boah. Ui, die schönen hörste, auf der Straße unten die schönen Brumm-Brumm-Autos. Ich liebe es, diese schöne Brumm-Brumm.
ist doch. Vor allem um 3 in der Früh, 3.30 Uhr, heute Samstag, also beziehungsweise Sonntag früh, 3.41 Uhr, ich habe auf die Uhr geschaut. 3.41 Uhr, also um 3 in der Früh ist einer mit seinem hoch aufgemotzten Ferrari oder was das war, und den haben die dann extra nochmal, den machen die extra nochmal lauter, und ist ja durch die Stadt, die donnern dann um 3 Uhr früh durch die Stadt, da hebt sich ein Meter aus dem Bett raus. Weil die haben, die bauen extra noch so Fehlzündungen ein, damit das so richtig, das kracht wie an Silvester, Silvesterraketen. Da donnern die dann und krachen um 3.30 Uhr nachts durch die ganze Stadt mehrmals, bis die ganze Stadt aufgewacht ist. Ich sage jetzt nicht, was ich gerne mit diesen Leuten machen würde. Sage ich jetzt nicht. Wir müssen jetzt einfach da rauf. Wir haben ja alles, gell, da war ein Dokument. Sonst ist jetzt hier nichts mehr, gell. Ich sage jetzt nicht, was ich gerne mit diesen Leuten machen würde. Einfach da in den Felsspalt rein. In den da. Wunderbare Grafik. Lass das mal ein bisschen einwirken hier. Komm, hallo. Das kann man jetzt mal einwirken lassen hier. Boah, alter Verwalter. Wahnsinn. Ist schon eine schicke Sache. Wirklich. Also, Good Old Games, $12, also ist da zahlt man $1, das ist aber in etwa Euro. Ich schaffe das. Wir schaffen, yes we can, wir schaffen das. Einfach nach oben drücken, hier kann es einen Bug geben. Steht auf meiner Homepage, dass sie sich hier drin verhakt. Warte, was muss man da machen? Steht auf meiner Homepage, Achtung Bug, aufgemerkt, es kann ja einen Bug geben. Das Spiel bleibt stehen, während Lara im Felsspalt hinaufklettert. Also ich musste ganz mit neu starten, mit Steuerung Alt entfernen, komplett neu starten, um überhaupt wieder rauszukommen. Ja, und anschließend sollte man vor dieser Stelle die Grafik in den Optionen auf kleinere bzw. weniger gute Werte einstellen, dann müsste es klappen. Aha. Na gut, sollte jetzt, oh ja, geht aber. Hm. Einfach nach oben drücken, also vorwärts drücken, also oben, Richtungs... Ha! Hat geklatscht. Jetzt kommt ein Video, oder? Jetzt sind wir im Bergdorf. Jetzt kommt ein Video. Bergdorf. Erschleiert. Hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das Rudel ist irgendwo da oben. So, wir haben fertig. Du hast gesehen, da oben ist der Wolf. Wir müssen jetzt eigentlich nur darauf, wo der Wolf ist, und den Rucksack holen.
Und wir machen gleich Pause. Prinzip, wir sind jetzt im Bergdorf, das sieht sehr groß aus. Ist jetzt, naja, gut, es ist schon auch recht groß. Ja. Und im Prinzip müssen wir jetzt nur den Rucksack holen und wieder zurück zum Rot schleifen. Und da ist jetzt, werden wir aber erstmal den Sauger benutzen. Speichern ist liefergut, jedes Sauger mindestens einmal erstmal benutzen. Haben wir eine Fähigkeit, Fähigkeitspunkt? Nee, haben wir keinen. Schnelle Reise könnten wir jetzt benutzen. Ganz unten das Lager auswählen, wenn du da noch was holen willst oder musst. Und Bergungsgut haben wir im Moment leider auch nichts. Also gehen wir wieder raus und er speiert, dann speiert er nämlich, oder? Speiert er nämlich? Dann müsste er eigentlich speichern, oder? Vielleicht, wenn ich rausgehe, müsste er eigentlich speichern. Jetzt hat er rechts unten TR. Meine Initialen sind das übrigens. Und ich schalte jetzt mal aus. Und wow, sehr schön. Und im Prinzip müssen wir nämlich zu dem Sendeturm rauf, letztendlich. Ja. Hier kann man aber ewig viel, naja, einiges an Zeug noch organisieren. Die Grafik ist aber sehr schön. Also so schön habe ich, naja, ist klar, wir spielen auf High Definition. Und gut, dann schalte ich mal aus und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Speisen und Draufsein und bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und behaltet meine Botschaft hinaus und weiter will. Auf das es euch wohlergehen möge. Tschüss, bis zum nächsten Video.